Moin zusammen. Honigmann-Treffen war genial. Es war eine Stimmung hier. Ich war die ganze Zeit vor Ort. Mir geht das sehr, sehr viel besser. Jeden Tag erwischt mich eine neue Überraschung, was ich wieder kann. Das ist auch so gewollt und richtig so. Und die Energien waren traumhaft, die hier abgegangen sind. Und ich bedanke mich bei allen Leuten, bei allen Freunden, bei allen denen, die hier gewesen sind, nochmals, dass sie hier gewesen sind und dass sie mich auch mental, energetisch unterstützt haben. Dankeschön nochmal. Kommen wir zu den wichtigeren Sachen. Die Honigmann-Nachrichten vom 8. Februar 2016, Nummer 782. Göteborg. Braunbären fressen sich im Sommer Fettpolster an, die ihnen während der Winterruhe als Energiereserve dienen. Warum die Tiere trotz der starken Gewichtszunahme nicht an Fettleibigkeit oder Diabetes erkranken, ist da bisher ungeklärt. Schwedische Forscher gingen nun der Frage nach, ob die Darmbakterien dabei eine Rolle spielen. Durch Analysen von Kotproben stellten sie fest, dass sich das Artenspektrum der Darmkeime im Winter von dem im Sommer stark unterscheidet. Wurde die Sommerkeime in den keimfreien Darm von Mäusen übertragen, verstärkt sich die Fettbildung ohne Schaden für die Gesundheit, berichteten die Biologen und Mediziner im Fachblatt Cell Reports. Welt. Seien wir dankbar für unser glückliches Schicksal, ausreichend CO2 in der Luft zu haben, um das Elixier des Lebens zu erhalten. Dieses Geschenk umfasst das Kohlendioxid in unserer Atmosphäre und den natürlichen Prozess, die Photosynthese. Diesen Stoff in lebende Materie umzuwandeln, Pflanzen und alles andere Leben auf der Erde. Photosynthese ist das, was das atmosphärische CO2 in kohlenstoffhaltigen Materialien umwandelt und die Urbaustoffe für Pflanzen. Als Folge des Umstands wiederum, dass Pflanzen die Nahrungsgrundlage in allerhöchster Lebensform auf der Erde sind, erhalten diese auch dieses Element. Wirklich ohne CO2 wäre kein Leben auf der Erde möglich. Es gibt keinen einzigen Organismus, dessen Körper keinen Kohlenstoff enthält, in einer von all seinen Millionen chemischen Formen. Es gibt keinen einzigen Punkt. Welthandel. Der Baltic Dry Index ist am Freitag auf eine neue historische Allzeittief gefallen. Mit 298 Punkten steht der BDI in einem Wert, den er seit der Einführung 1985 nicht verzeichnet hat. Der ist mal angefangen, ich glaube, mit 800. Er beschreibt über die Preisfindung direkt die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen wie Kohle und Eisenerz, welche auf den Weltmeeren auf großen Frachtschiffen unterwegs sind. Das neue Allzeittief zeigt mit dem Durchbrechen der 300-Punkte-Marke eine vollkommen neue Dimension auf. Die Nachfrage nach Rohstofftransporten auf den Weltmeeren ist auf einem noch nie dagewesenen Tiefstand gefallen. Auch das vergessen wir bitte nicht, das ist ein Index unserer gesamten Weltwirtschaft. Was bedeutet das? Ganz einfach, wenn keine Rohstoffe auf den Weltmeeren transportiert werden, die Nachfrage nach Rohstoffen nicht vorhanden ist, dann wird aktuell kaum mehr produziert. Die Güterproduktion richtet sich nach der Nachfrage, nach den jeweiligen Gütern, keine Nachfrage, keine Produktion. Die fehlende Nachfrage zeigt, dass der Konsum insgesamt in einem Ausmaß eingebrochen ist, wie es die Weltgeschichte noch niemals zuvor erlebt hat. Wir werden noch sehr viel mehr davon erfahren. VSA. Das öffentliche VS-Schulsystem ist marode. Unseres auch. Bei einer Untersuchung zeigen Rankings, dass unter anderem auch die Finanzierung der Bildungseinrichtungen und Erfolgschancen der Schüler aufzeigen, durchweg schlechte Bewertungen. Damit werden auch gesellschaftliche Unterschiede einzementiert, zumal vieles andere die ärmeren Bevölkerungsschichten aufs öffentliche Schulsystem angewiesen sind und zunehmend auch die Mittelschicht, die sich teure Privatschulen nicht mehr leisten können. Und es geht stramm bergab. Und es kann sich nicht um Jahre mehr handeln. Es handelt sich maximal um Wochen, Monate. Frage. Washington. Das Pentagon hat 198 Fotos veröffentlicht, die brutale Misshandlung von Gefangenen in Militärgefängnissen im Irak und Afghanistan durch amerikanische Soldaten beweisen, meldet die Agentur Reuters.
Menschenrechtler von der amerikanischen Bürgerrechtsunion behaupten, die Behörde verfüge über ca. 2000 Aufnahmen solcher Art. Das ist schon mal gewesen, das ist im Moment eigentlich nur eine Ablenkung von ganz anderen Sachen. Nochmal Washington. Vorkriegsminister Carter beschrieb am 2. Februar in einer Rede vom Washingtoner Wirtschaftsclub den Entwurf des Verteidigungshaushaltes der Regierung für 2017. Da denken die tatsächlich noch dran. Naja. Dieser Entwurf muss als ein Budget für einen dritten Weltkrieg betrachtet werden. Denn auch wenn Carter versicherte, er wollte einen Konflikt mit Russland und China vermeiden, haben die Vorbereitungen auf einen Krieg gegen Russland und China offensichtlich höchste Priorität. Um Russland zu kontern, werde die Regierung 3,4 Milliarden Dollar für die sogenannte Europäische Rückversicherungsinitiative beantragen. Bei solch einem Spruch könnte ich also, das kann mir übel sein, kann ich auch sagen. Auch wenn Carter nicht ausdrücklich erwähnte, machte das Kernwaffenprogramm einen ganz wesentlichen Teil des Budgets aus. Santiago, Lima, Auckland. Nachdem Chile, Peru und 9 weitere Staaten am 3.2. in Auckland, Neuseeland, das Transpazifische Partnerabkommen TPP unterzeichnet haben, versammelten sich am darauffolgenden Abend Tausende von Menschen in Santiago de Chile und Lima, um dagegen zu protestieren. Die Demonstrantenkritik richtete sich gegen die Intransparenz, Beschneidung nationaler Souveränität, Entscheidungsgewalt internationaler Schiedsrichter sowie einseitige Bevorzugung großer multinationaler Unternehmen. Wir sind keine nordamerikanische Kolonie. Falsch. Mit der Unterzeichnung seid ihr das. Ganz klar. Für uns gilt das TTIP. Hier soll genau das Gleiche ablaufen. Brasilien. Beim Stillen gilt Brasilien als Referenz. Mit Aktionen, Informationen, Propaganda werden die Frauen angehalten, ihre Kinder möglichst lange zu stillen. Im Bericht des britischen Wissenschaftsmagazins The Lancet wird auf die Vorteile für Gesundheit von Mutter und Kind durch Stillen hingewiesen, ebenso die in Brasilien erreichten Ziele, wie es auf der offiziellen brasilianischen Regierungsseite heißt. Teheran. Der Iran will die Bezahlung für seine Öllieferung nach Europa nicht in VS-Dollar, sondern in Euro bekommen. Damit soll die VS-amerikanische Währung die iranische Wirtschaft weniger beeinflussen können. Teheran will außerdem seine Finanzaktiva mit Gesamtwert von 100 Milliarden Dollar zurückbekommen, die im Einklang mit der internationalen Sanktion eingefroren worden waren, hieß es. Aleppo. Der Erfolg der syrischen Armee mit Unterstützung russischer Luftangriffe in der nördlichen Provinz Aleppo werden im gesamten Land gefeiert. Die Terroristen, die kürzlich noch in Aleppo vergewaltigten und die abscheulichsten Massaker begingen, sind jetzt mit ihren Familien auf der Flucht und wollen über die Türkei nach Europa gelangen. Die sollen doch mal sehen, dass sie Richtung Russland eventuell kommen. Türkei, EU, Syrien. Die Menschen aus den Kampfgebieten bei Aleppo würden nicht alleingelassen, sagte der Außenminister Cavusoglu nach Gesprächen mit EU-Kollegen in Amsterdam. Wir bleiben bei der Politik der offenen Grenzen für Menschen, die von der Gewalt des Regimes und den russischen Luftangriffen fliehen. Allerdings blieb die Grenze nahe der Stadt Assas übereinstimmenden Berichten zufolge dicht. Dort halten sich nach VN-Angaben vom Freitag bis zu 30.000 Vertriebene auf. Tianjin. Mehr als 120 Personen werden für die massiven Explosionen von Tianjin im August 2015 verantwortlich gemacht. Die Detonationen haben 165 Menschen getötet und weitere Teile des Hafengebietes verwüstet, wie aus einem Untersuchungsbericht hervorgeht, der am Freitag veröffentlicht wurde. China. Heute begann das Jahr des Affen. Nach 15 Tagen zum Feiern, Besuchen machte und Beziehungen pflegten, symbolisiert das Laternenfest zum Abschluss die Hoffnung auf noch bessere Zeiten, Glück und Erfolg. Moskau, Pyongyang. Russland hat den gestrigen Test einer Langstreckenrakete in Nordkorea scharf kritisiert.
Das Moskauer Außenministerium bezeichnete den Raketentest als eine herausfordernde Missachtung des Völkerrechts. Pyongyang hat nicht auf die Appelle der Weltgemeinschaft gehört und ein weiteres Mal eine herausfordernde Missachtung des Völkerrechts demonstriert, kommentierte das russische Außenamt am Sonntag. Der Raketentest lasse die Lage auf der Korea-Halbinsel weiter eskalieren und spielt denjenigen in die Hand, die auf Blockpolitik und militärische Konfrontation setzen. Moskau, Ankara. Es hat keine Kontakte zwischen dem Präsidenten Russlands Putin und dem Präsidenten der Türkei Erdogan gegeben und es sind auch keine geplant, erklärte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Peskow. Am 30. Januar hatte Erdogan erklärt, in Verbindung mit einem neuen Vorfall mit einem russischen Flugzeug gern mit Putin sprechen zu wollen. Am selben Tag erklärte das türkische Außenministerium, am 29. Januar sei ein russischer Kampfjet Su-34 trotz Warnung in englischer und russischer Sprache über der Provinz Gaziantep an der syrischen Grenze in den Luftraum der Türkei eingedrungen und habe sich dort ca. 20 bis 25 Sekunden befunden. Man kann sich manchmal nur an den Kopf fassen und sagt, fein Gott, wann wachen die endlich auf? Oder bitte, kann da nicht jemand Hirn regnen lassen? Aber bitte nicht wieder vorbei, wie bei vielen anderen auch. Das türkische Außenministerium warf Moskau darauf eine Eskalation der Spannung vor und machte es für die möglichen Folgen verantwortlich. Die Krise in den russisch-türkischen Beziehungen war noch im November 2015 herangereift, als ein türkischer Kampfjet einen russischen Bomber Su-24 abgeschossen hatte und dieser über syrischem Territorium abgestürzt war. Russland erklärte, dass er die Grenze nicht überflogen habe. Da frage ich mich natürlich, wem kann ich eher glauben? Russland, ganz klar, ja. Moskau, Syrien, Daesh. Immer wieder wird den russischen Streitkräften im syrischen Konflikt von westlichen Medien vorgeworfen, die russische Luftwaffe setze bei der Bekämpfung der Daesh verbotene Waffen ein. Dem hat jetzt das Außenministerium in Moskau mit Nachdruck widersprochen. Kiew, Ukraine. Laut Schätzung der Zentralbankchefin der Ukraine, Gontareva, wird die Ukraine jährlich über 1 Milliarde US-Dollar an Wirtschaftseinnahmen aufgrund der bestehenden Handelskriege mit Russland verlieren. Das tut mir aber leid, haben Sie selbst schuld. Doch die Zentralbankchefin hatte schon eine Idee, wie sie diese Verluste ausgleichen gedenkt. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr an Privatisierung mehr als 1 Milliarde US-Dollar hereinkriegen. Ich spreche nicht mal von eigener Währung oder von der, wo Sie gerne rein wollen, europäischen Währung, sprich also in Euro, nein, US-Dollar. Donbass. Über dem Donbass ziehen erneut dunkle Wolken auf, politisch und militärisch. Seit Ende Januar häufen sich die Meldungen von Feuergefechten mit dem Einsatz schwerer Artillerie. Die intensivsten Auseinandersetzungen werden von der Front unweit der Städte Donetsk, Golowka und Mariupol gemeldet. Wie in diesem Konflikt üblich, werfen beide Seiten einander vor, das Feuer eröffnet und überhaupt ohne Gegenwehr geschossen zu haben. Naja. USA, EU, Russland. Mit höheren Verteidigungsausgaben für die Europäer will das Weiße Haus ein Signal an den russischen Präsidenten Putin senden und mitteilen. Der Westen beobachtet dessen Aktivitäten in der Region, wie die New York Times berichtete. Ob die was berichten oder Peng, ist das Gleiche, nicht? Das ist einfach nur das Sprachrohr der Eliten. Experten sehen diese Maßnahme als Versuch an, eine Annäherung zwischen Europa und Russland zu verhindern. Früher war bekannt geworden, dass die US-Regierung 3,4 Milliarden Dollar zur Gewährleistung der Sicherung ihrer europäischen Verbündeten im Finanzjahr 2017 freizugeben plane. Frage, wer will die Dollars noch haben? Europa, Muselmänner. Laut einer Studie stimmen 60% der Befragten der Aussage zu, dass Muselmänner zu den Wurzeln des Islam zurückkehren sollten. 75% bejahen den Standpunkt, dass es nur eine Interpretation des Korans gebe und dass alle Muslime sich an diese zu halten hätten. 65% der Regeln des Korans für wichtiger als staatliche Gesetze. Damit sei widerlegt, dass nur wenige Muslime im Westen fundamentalistisch seien, sagte Studienleiter Kupmans.
Kos. Die griechische Insel Kos, eines der beliebtesten Reiseziele der Europäer, droht unter dem Massenandrang an Flüchtlingen ein Kollaps. Ein auf der Insel geplante Regierungszentrum für Migranten aus Nahost bringt die einheimischen Bürger auf die Barrikaden, da der Terrorismus dadurch erheblich an Gefahr gerät. Es sind auch schon Vorwarnungen seitens Reisebüros gemacht worden, nicht nach Kos zu fliegen oder zu fahren. Griechenland. Trotz aller Appelle an die Türkei, in dessen Grenzsicherung schwillt der Flüchtlingszustrom nach Griechenland weiter an. Mehr als 68.000 Invasoren setzen seit Jahresbeginn von der türkischen Ägäisküste zu den griechischen Inseln über, teilte das VN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit. Allein in den ersten 6 Februartagen kamen demnach 7.521 Stück Menschen nach Griechenland. Wanne Eickel. Die Nachwuchsnarren von Wanne Eickel feierten bislang seit Jahren im Volkshaus Röhlinghausen ihren Kinderkarneval. Dieses Jahr muss die Karnevalsparty aus Angst vor islamischem Terror abgesagt werden. In einem Schreiben an arabische Krakelschrift wurden die Kleinen als Ungläubige beschimpft. Ich glaube, das ist alles nur eine Angstmacherei. Da passierte ja nichts. Wäre auch nicht passiert. Aber, Entschuldigung, auch das zählt zum System. Stukenbrock. Im Altweiberkarneval in Stukenbrock ist anscheinend eine Frau vergewaltigt worden. Eine 24-Jährige macht am Abend eine Anzeige. Tatverdächtiger ist ein 29-jähriger Neger aus Nigeria. Der Tatverdächtige sei jetzt auf der Wache in Gütersloh, so Polizeisprecherin Koptik. Konstanz. Opfer von sexuellen Belästigungen durch Ausländer sind am Freitag gegen 23.30 Uhr mehrere junge Frauen am Münsterplatz in der Konstanzer Altstadt geworden. Einzelpersonen, die als Ausländer beschrieben wurden, traten an die junge Frau heran und fassten sie ans Gesäß und in einem Falle auch an die Taille. Ja, es sind ja alles Einzelfälle, wird uns immer erzählt. Nein, es ist nicht. Es ist breitflächig. Köln. Eine Kölnerin, 22 Jahre, ist in der Weiberfastnacht von einem Flüchtling aus Afghanistan niedergeschlagen und vergewaltigt worden. Davon geht die Polizei Köln nach Bildinformationen nach aktuellen Ermittlungsstand aus. Die Tat ereignete sich gegen 3 Uhr auf offener Straße. Alles Einzelfälle, ich weiß. Berlin. Während die Politik daran festhält, dass unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgehandelte TTIP durchzudrücken, mehren sich die kritischen Stimmen. Jetzt hat sich der Deutsche Richterbund mit einem Schreiben an die EU-Kommission gewandt und bezeichnete den von ihr geplanten öffentlichen Investitionsgerichtshof als rechtswidrig und zudem überflüssig. Wohl wahr, wohl wahr. Frankfurt. An der Frankfurter Aktienbörse ist der DAX am Montag, also heute, kurz nach 14 Uhr unter 9.000 Punkte gefallen. Das letzte Mal notierte das Börsenbarometer im Herbst 2014 unter dieser psychologisch wichtigen Marke. Nach Ansicht von Chartanalysten hat der DAX nach einem Bruch der 9.300er Unterstützung nun Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 8.300. Es wird immer mehr. Irgendwann knallt es. Von heute auf morgen. Die gute Nachricht. Denken, was wahr ist, fühlen, was schön ist und wollen, was gut ist. Darin erkennt der Geist das Ziel des vernünftigen Lebens. Das stammt von Johann Gottfried Herder. Sollte man auch mal drüber nachdenken. Und das war's mal wieder für heute. Wir sehen uns übrigens beim nächsten Treffen in rund 4 Wochen wieder. In Baden-Württemberg sind wir da. 11., 12., 13. Teilen wir aber noch mit. Danke nochmal für alles. Und wir sehen und hören uns wieder, wie gesagt, euer Honigmann. Tschüss.